So, liebe Erfolgsfrauen, wir haben wieder eine ganz spannende The Story of My Life heute für euch mit der ganz zauberhaften Paulina Svetanova. Ich weiß mal gar nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Super. Hallo, liebe Denise. Hi. Es ist so cool, die Paulina und ich haben uns Anfang des Jahres auf einer Party kennengelernt, so ganz spontan, und eigentlich war es so Liebe auf den ersten Blick. Ja. Mhm. Und Paulina hat so eine krasse Lebensgeschichte, dass wir die einfach hier in unserer Story teilen müssen. Und Paulina sagt von sich selber, sie ist Lebenskünstlerin. Ja. Ja. Gezwungenermaßen. Lebenskünstlerin aus der Not geboren, genau. Erzähl, was war die Not? Aus der existenziellen, finanziellen, existenziellen und in jeder Hinsicht Not geboren. Ich muss, glaube ich, bei Adam und Eva anfangen. Ich glaube, sag mir einfach, wo ich anfangen soll am besten. Genau, also ich meine letztendlich, vielleicht hört es ja auch so ein bisschen, Paulina hat so einen Mini-Akzent, weil sie kommt gar nicht aus Deutschland. Und als du dann nach Deutschland gekommen bist, hast du ja erstmal etliche Umzüge hingelegt. Du warst ja hier, du warst da, eigentlich warst du überall, bis du nach Berlin gekommen bist. Ja, also ich bin aus dem Balkan, genauer gesagt aus Bulgarien, Südbulgarien, griechisch-türkische Grenze. Da ist schön warm, ja. Wie es im Moment in Deutschland ist, noch ein Tick wärmer, und das aber durchgehend, so 8 Monate im Jahr, 9 Monate im Jahr. Und ich bin da aufgewachsen bis 18, glaube ich, 17 oder 18, war auf einer deutschen Schule. Da habe ich Deutsch gelernt, schon mit 13. Und habe jeden Tag so 350 Vokabeln gehabt am Tag. Das war wirklich echt heftig, ja. Aber im Nachhinein bin ich super dankbar, weil ich habe super deutsches Abitur gemacht und war damals auch eine Streberin, also 1,0 Abitur mit meiner Zwillingsschwester zusammen. Da war auch immer so schön Konkurrenz, wer ist besser, bringt die besseren Noten. Wer kennt mehr Vokabeln auf Deutsch? Und und dann haben wir auf die Karte geguckt, welche ist die südlichste Stadt in Deutschland, weil wir Angst vor der Kälte hatten, und sind nach Rhamnus-Freiburg ausgesucht. Eigentlich wollten wir nach Heidelberg. Da kam aber die Zulassung für die Uni zeitversetzt und wir wollten uns ja nicht trennen. Und dann haben wir den Flug genommen von Burgas am Schwarzen Meer nach Saarbrücken. Also der Wetterunterschied waren so 25 Grad Ende September oder so Oktober. Bei 8 Grad gelandet, Regen, Schauer. Also ich dachte mir, ich nehme denselben Flieger wieder zurück. Also das war Süddeutschland. Ich habe wirklich gedacht, nee, ich will hier gar nicht bleiben. Und warum wir nach Deutschland gekommen sind, die Uni, Kunstgeschichte. Ich habe ungefähr 16 Mal gewechselt. Also letztendlich habe ich Kunstgeschichte, Philosophie und christliche Archäologie, nannte sich das, so eine Mischung aus Theologie und Archäologie und Kunstgeschichte, abgeschlossen. Und das war alles sehr mühsam, weil wir kein Geld hatten, wir mussten sehr viel arbeiten, schwarz arbeiten, wir durften auch nicht arbeiten, die Grenzen waren zu. Wir hatten kein Geld für die Tickets nach Hause, sind mit dem Bus quer durch Europa gefahren. Wow. 48 Stunden bei über 40 Grad nach Kroatien. Und es war einfach alles ein bisschen too much. Und ich hatte mich um Stipendien bemüht. Ich glaube, 500 Bewerbungen geschrieben, bis ich 3 davon bekommen habe. Und was ich dazu noch erzählen soll, die Krankheit, ich war schwer krank, also ich war anders als heute, deutlich anders als heute. Ich war magersüchtig und meine Schwester war auch magersüchtig, und diese Krankheit hat uns fast das Leben gekostet. Also wir sind so nach Deutschland gekommen mit, 45 Kilo, und dann ging es nur noch bergunter, bis ich irgendwann 29 Kilo hatte, und dann musste ich mich einfach in eine psychosomatische Klinik einweisen lassen, wo ich nach einem Monat die Todesdiagnose hatte, dass ich es nicht überlebe.
Ich war an allem angeschlossen, also am Tropf, und konnte mich nicht bewegen. Und ich habe einfach die Klinik verlassen und gesagt, ich muss denen beweisen, dass es einen Grund gibt, warum ich am Leben bleiben soll. Aber eigentlich muss ich es denen gar nicht beweisen, sondern ich entscheide mich selbst fürs Leben und gegen den Tod. Mhm. So, und ja, dann bin ich gesund geworden. Das war so die Freiburger Episode. Und nach dieser krassen Geschichte, nach deinem Gesundwerden und auch dem abgeschlossenen Studium, hast du denn jemals in diesem Bereich gearbeitet eigentlich? Ja, also ich bin damals auch nach München danach, als meine Schwester nach Paris gezogen ist. Die hat Französisch in Deutschland gelernt und inzwischen promoviert auch in Kunstgeschichte auf Französisch. Da war ich immer sehr neidisch, weil mein Französisch extrem scheiße ist. Und ja, also ich bin quasi nach Bayern und dann war wieder die Zeit, wo ich nichts hatte. Also die Beziehung ging in die Brüche, ich hatte keine Wohnung, kein Geld, keinen Job, durfte keinen Kredit aufnehmen. Das war gerade so die EU-Aufnahme und ja, also es war einfach alles ziemlich kacke, muss ich sagen. Und ich wollte noch in der Kultur arbeiten. Also ich habe, kein anderer Job kam in Frage. Also die Jobs, die ich gemacht habe, die waren bei Swarovski an der Kasse irgendwie in der Weihnachtszeit, bis ich einen Job in der Kultur gefunden habe. Und dann war ich bei der Allianz Kulturstiftung. Dann habe ich noch einen Verband so einen Networking-Verband für Bildhauerei mit aufgebaut. Für die habe ich 6 Jahre gearbeitet und immer gependelt. Also München, Starnberger See, da habe ich auch gewohnt. Alle haben mich beneidet. Mein Gott, die hat ausgesorgt, hat einen reichen Typen geheiratet und ja, typisch Osteuropa, gell? Nee. Ich bin einfach, ich wollte nur weg von der Gegend. Und so bin ich nach Berlin gekommen, um mit nichts wieder von null, vom Starnberger See nach Oberschöneweide damals ins Gartenhaus gezogen. Da sind noch die Neonazis rumgelatscht und es war schon ziemlich krass. Also die Kulturschocks waren schon sehr krass. Und ich habe aber trotzdem weiterhin in der Kultur gearbeitet, bis vor 3 Jahren. Also ungefähr 9 Jahre habe ich Galerien geleitet, dann habe ich für einen Verlag gearbeitet, im Marketing und Vertrieb, dann habe ich die Kunstmessen mit organisiert, also mehrere Jobs gehabt für so 2-3 Jahre, mal in Teilzeit, mal freiberuflich. Ich habe es nicht aufgegeben und damit habe ich mir sozusagen den Traum, den ich hatte, in Deutschland diese Geisteswissenschaften abzuschließen und danach auch erfolgreich Karriere zu machen, mehr oder weniger erfüllt, ja. Hattest du denn schon als Kind den Traum gehabt, irgendwie in die Kultur zu gehen oder wolltest du da irgendwas anderes machen? Du kommst jetzt wirklich zu dem Kern. Naja, man hat ja als Kind meistens irgendwie so einen Traum, ne? Also ich habe, natürlich wollte ich was ganz anderes machen. Also ich wollte ja selber Künstlerin sein und habe mich auch nie wirklich getraut, weil die Kunst für mich nicht intellektuell genug sein. Also Kunst machen war so eine Freizeitbeschäftigung ohne einen intellektuellen Anspruch und um die Nerven zu entspannen. Und das hat mich auch die ganzen Jahre auch begleitet, aber ich habe mich nie dazu geoutet und das immer geheim gemacht. Und als Kind habe ich nur gemalt und gezeichnet und es waren so ganz komische Muster, so ganz, ganz bunte, abstrakte, manchmal leicht figurative Gebilde, so Fantasiegebilde. Und ich wollte die auf alles übertragen. Also die waren jetzt nicht, für mich war Kunst auch nie, die war nicht haptisch genug und deswegen dachte ich mir, okay, du musst halt Prints machen und die auf Taschen bringen oder auf Schuhe oder auf Ohrringe oder auf Tapeten oder also wirklich so eine Kunst, die alles durchdringt und die sich entfaltet und die Menschen auch tragen, also wirklich so tragbare Kunst, ne? Auf Klamotten und Modedesign war natürlich der größte Traum. Da war ich aber nicht ehrgeizig genug, um diese Aufnahmeprüfungen zu machen. Und
ja, also es, die Kunstgeschichte war die Entschuldigung dafür, dass ich mich nicht traue, eigentlich zu sagen, dass ich selbst Kunst machen will und nicht Kunsttheorie. Ja. So, aber heute machst du ja Mode. Und sehr schöne Mode, sehr coole Mode. Also ich finde ja bei Paulina, jedes Stück ist irgendwie ein Einzelstück, jedes Stück ist so besonders und du machst ja echt geile Mode. Wie kam es denn dann dazu? Das waren natürlich auch 1000 Umwege und es ist ja immer noch nicht so, dass ich sage, ich traue mich nur das zu machen, weil ich damit den größten Erfolg habe und weil ich davon leben kann. Also ich kann noch nicht davon leben, weil die Kosten sehr, Produktionskosten sehr hoch sind. Also ich zeichne und male die Muster, die ich in meiner Kindheit mache. Das habe ich jetzt 25 Jahre später wieder neu entdeckt. Und wenn ich mich hinsetze, entstehen genau, also sind immer neue Muster. Also kein Muster ist wie das alte. Ich nehme auch keine Schablone oder keine, es entsteht alles aus der Fantasie. Und ja, dann bringe ich die auf Stoffe, also auf Seide, auf Baumwolle, auf Leinen, auf Neopren, also so, und daraus entstehen Haute Couture-Teile oder Bomberjacken zum Beispiel, die jedes Stück ist ein Einzelteil, weil die Muster drauf auch, ja, also die Stoffe sind Unikate, die Muster sind Unikate, die Einzelteile sind Unikate und der Mensch, der sie trägt, ist auch ein Unikat. So ist das Konzept. Das heißt aber auch, Entschuldigung, ja. Das heißt aber auch, also wenn ich jetzt so eine geile Bomberjacke haben möchte, du kannst mir die designen, wie ich die gerne hätte, oder ich bringe dir auch Fotos, ne? Das habe ich ja bei dir auch schon gesehen. Ich kann ja auch irgendwie mit Familienfotos kommen und mir die auf eine Jacke machen lassen oder mein Haustier oder was auch immer, ne? Genau, also ich habe, ich mag das sehr gerne, wenn Menschen keine Grenzen spüren. Also wenn, ich mag keine Vorgaben zu geben, damit mache ich es vielen Leuten auch schwer. Also wenn jemand, ich sage, alles ist möglich, also bring deine Geschichte mit, das, was dich aktuell wirklich sehr, was brennt, was dir am Herzen liegt, ein Thema oder etwas aus deiner Vergangenheit vielleicht. Es hat so eine therapeutische Komponente so ein bisschen. Mhm. Die Leute, die, also die Essenz der Menschen auf ein Kleidungsstück zu bringen, also wie eine Art Tattoo, was man allerdings ausziehen kann, das ist so ein bisschen das Konzept und das hat auch ein bisschen Suchtpotenzial, weil die Menschen, die sich eine Jacke bestellen, meistens auch mehrere bestellen, was natürlich mir sehr entgegenkommt. Und ja, also manchmal sagen sie, mir fällt nichts ein, dann schlage ich ein paar Muster vor von mir oder wir kombinieren, also Bilder aus der Kindheit von der Kundin oder der Hund, die Katze, der Mann, das Kind. Ja, also meistens, was mich so fasziniert, ist halt diese Banalität der Themen, ne? Weil das ist halt alles andere als intellektuell, wenn ich überlege. Ne? Also diese Geschichten sind sehr banal und sehr einfach und sehr echt und die sind urmenschlich. Also das ist auch das, was mich bei den Menschen auch fasziniert und was mich viel mehr interessiert als die Kunst eigentlich. Also die Kunst alleine reicht nicht. Die Kunst ist nur Kunst in Kombination mit dem Menschen, der sie trägt. Das wow. Ich so. Jetzt werden wir auch richtig philosophisch hier. Aber es ist ja so, ne? Das sind wir wieder bei dem Thema. Das eine erreicht halt nur den Intellekt, den Verstand und das andere ist dann das, was dein Herz berührt und was den Unterschied ausmacht. Ne? Ja, absolut. Ja. Ich finde, die Menschen machen die Kunst wirklich zur Kunst auch und vor allem, wie sie sie tragen, ja, in welchem Umfeld oder ja, also jetzt gibt es zum Beispiel am Sonntag eine Modenschau, da werden Kundinnen von mir auf der Bühne sein. Ich möchte auch die Menschen auch ermutigen, wirklich zu ihrer, ja, zu dem Mangel an Perfektion zu stehen. Also wenn sie jetzt, leider sind einige abgesprungen, weil sie dachten, ich habe doch nicht die Modelfigur. Also das habe ich auch gar nicht verlangt und erwartet. Ich bin sehr froh, dass die Menschen, also ich bin eine Ex-Magersüchtige, ich bin jetzt total normal, 1,70, 60 Kilo.
ich will auch nicht abnehmen, ich kann auch nicht abnehmen, ich esse alles, worauf ich Lust habe. Ich habe meinen Zellulitis, ich habe kleine Brüste, ich habe graue Haare, dazu stehe ich noch nicht so ganz. Aber mein Gott, das sind meine Spuren, das ist meine Geschichte, das macht mich zu der Paulina, die ich jetzt bin. Und warum sollen das nicht die Frauen durch meine Mode auch ausstrahlen? Also, ich möchte aber, dass sie das von innen spüren und dass sie wirklich stolz auf die Bühne gehen und sagen, ich entkleide mein Herz, ich zeige einfach den Menschen, den ich bin, und diese Mode ist einfach nur ein Instrument dazu, vielleicht ein kleines Hilfsmittel. Also, dass so ein Veränderungsprozess bei den Frauen oder Männern auch, ein paar Männer habe ich auch, stattfindet. Ich habe ein paar Transgender, die sind auch herzlich willkommen bei mir. Ja, man muss sich auch auf keinem Geschlecht festlegen. Was ich bei deiner Mode so toll finde, ist, dass sie auf der einen Seite so außergewöhnlich aussieht. Also ich habe diese Art von Design noch nie gesehen. Ich finde das so spektakulär. Und ich denke immer, wenn ich einen Teil von ihr sehe, oh, das ist mein Lieblingsteil. Ach nee, das. Also wie du sagst, es ist irgendwie so süchtig machend. Ich finde das ganz, ganz bezaubernd. Und auf der anderen Seite ist aber alles tragbar. Es ist außergewöhnlich, aber nicht so over the top, dass ich mir denke, ja, wo ziehe ich denn das jetzt an? Das kann ich ja gar nicht auf der Straße anziehen. Und wenn ich an Mode denke, dann habe ich immer so entweder oder im Kopf. Ne? Also entweder auffällig, aber für den Otto-Normalkunden gar nicht tragbar, oder halt normal langweilig. Ja, genau. Oder immer zu einem Anlass passend. Also das ist bei meinen Sachen tatsächlich sehr schwierig, weil, also erstens, ich kann sowas jeden Tag tragen, aber ich bin wirklich eine Ausnahme. Also die meisten Frauen, die laufen nicht so rum. Also man trägt sowas nicht im Alltag. Also man trägt sowas vielleicht auf der Bühne oder auf einem Geburtstag oder keine Ahnung. Also gut, die Bomberjacken vielleicht eher schon, aber dann immer, etwas Schlichtem. Und also man will ja nicht so wie ein Zirkusaffe rumlaufen. Ne? Also das, mir ist es scheißegal. Also bei mir ist halt schrill sein, hat mit Lebensfreude und Lebensqualität zu tun. Aber viele, ich kann das halt nicht von den Menschen verlangen auch, dass sie, also man braucht tatsächlich auch ein bisschen Mut, sich so anzukleiden, und man fällt auf, die Leute sprechen dich drauf an, die lesen ja, was da drauf steht, die haben Fragen, so kommst du halt mit vielen auch ins Gespräch auch auf der Straße. Ne? Und aber sie finden es toll, ne? Ja, die finden es toll, ja. Ich könnte eines Tages nur das machen, weil bis jetzt ist es, leide ich so ein bisschen drunter, dass ich 1000 Sachen mache, und es ist auch ein bisschen mein Naturell, dass ich mich nicht festlegen will, aber es ist ja, wie gesagt, auch ein bisschen die Not, weil ich ein Geschäft habe, eine sehr hohe Ladenmiete. Ich habe mal in der Vergangenheit 3 Jahre lang Künstler und Designer ausgestellt, als Agentur Pressearbeit gemacht für die anderen, damit ich quasi quer meine Kosten finanziere. Und aktuell habe ich so ein bisschen das Problem, dass, also das, was ich mache, ist wirklich auch gut und erfolgreich und es kommt gut an, aber ich kann mich nicht fokussieren, weil ich diese anderen Sachen da habe, von denen ich aber leben muss. Ne? Da habe ich noch nicht die Lösung gefunden. Also wenn ich mit den Preisen sehr hoch gehe, dann schließe ich automatisch Menschen an, die mir sympathisch sind und die ich als Kundinnen gerne hätte. Und wenn ich alles zu günstig mache, bleibe ich in diesem Kompromissverhältnis, dass ich die Kunstgalerie noch im Hintergrund am Laufen habe, die wiederum aber Kundschaft für meine Mode bringt. So. Es ist so ein bisschen, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Aber ich finde das so toll, dass du das so ehrlich mit uns teilst, weil gerade hier in der Gruppe sind ja auch so viele Frauen, die sich da wiedererkennen werden und die sagen, ja, ich stehe genau an einem ähnlichen Punkt gerade in meinem Leben und ich weiß nicht, wo es hingehen soll. Ich spüre es irgendwie, aber ich traue mich nicht so richtig, oder wie mache ich das jetzt? Und von daher finde ich das so toll, dass du das aussprichst, wie es vielen geht. Lieben Dank, Denise. Ja, lieben Dank. Also das Leben besteht aus Kompromissen. Ich mache mir auch nichts vor. Also klar wäre das die perfekte Vorstellung. Ich mache nur Mode und ich
reise um die Welt. Ich bin eh eine Zigeunerin. Also, also sie reist um die Welt. Sie reist um die Welt. Mit deinem Wohnmobil, übrigens, eine kleine Idee hatte ich neulich. Ich mache meinen Laden zu und hier, ich miete mir so einen Gypsy-Karawan, wie heißt das, so einen Zirkuswagen. Genau, ja. So einen Zirkuswagen an einem Anhänger, an einem Wohnmobil und habe eine mobile Kunstgalerie, aus der ich meine Mode verkaufe. Und die ist am besten auch selbst bemalt. Und ja, und dann bin ich ortsunabhängig und arbeite von zu Hause, von überall aus. Und das wäre natürlich der mega geile Traum. Ich sage jetzt nicht aber, weil vielleicht klappt er auch. Genau, ich wollte jetzt sagen, wir schauen mal, wann das soweit ist. Ja. Oder? Du bist dabei, du ziehst auch mit. Na, hallo, ich bitte dich. So, liebe Erfolgsfrauen, wenn ihr jetzt ganz neugierig seid auf Paulinas Mode, dann sag uns doch nochmal, wo finden wir die? Genau, ich habe das geschafft, tatsächlich noch eine zweite Webseite zu machen und das zu trennen von dem ganzen Chaos auf meiner sonstigen Webseite. Also paulinasfriends.com, das ist die Seite der noch Galerie bzw. Zufallsladen, wo ihr mich auch per Zufall findet. Das ist auch ein bisschen meine persönliche Webseite und das andere ist paulinasfriendsfashion.com. Das ist die Seite, wo man nur die, ja, die Mode sieht. Und ja, ich treffe euch gerne auch sehr persönlich. Also online finde ich alles cool, aber das Persönliche, sich anfassen, sich umarmen, einen Kaffee an der Sonne trinken und dann über Gott und die Welt philosophieren, ist für mich, hat eine andere Qualität. Ja. Und Paulina macht nicht nur gute Mode. Paulina macht nicht nur gute Mode, Paulina macht auch guten Kaffee. Das kann ich euch sagen. Okay, dann soll es das jetzt auch gewesen sein, liebe Paulina. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du so diese, deine berührende und ich bin immer wieder fasziniert, deine faszinierende Geschichte mit uns geteilt hast. Und liebe Erfolgsfrauen, natürlich gilt wie immer, kommentiert, schreibt drunter, stellt Fragen, stellt Paulina Fragen, schickt sie mir, ich leite sie weiter, also wie ihr es handhaben wollt. Und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und dir natürlich auch, liebe Paulina. Dankeschön. Herzlichen Dank, Denise. Ich habe dich sehr lieb. Oh, ich dich auch. Oh, du Süße, genau. Oh.